Servus Leute, ich bin der Andi und wir werden heute für die Familie Kling solche Camping-Edelstahlteller gravieren. Zum Einsatz kommt dieses Werkzeug, eine federnd gelagerte Gravierspitze von der Firma Stepcraft. Nach dem Definieren von X, Y und Z kann es auch schon losgehen. Wie gehabt, meine Schnittdaten unten rechts. Übrigens, als Motiv kam ein VW-Bus zum Einsatz, da die Familie genauso ein Modell hat. Okay, kommen wir zu dem Fusion-Teil. Ich muss sagen, der ist unglaublich einfach. Also der ist schneller gemacht worden als gedacht. Vielleicht ist für den einen oder anderen doch was dabei und deswegen machen wir das jetzt zusammen auf einer komplett neuen Ebene. Okay, wir starten hier mit Skizze erstellen, wählen diese XY-Ebene aus. Ich habe den Teller, diesen Edelstahlteller schon ausgemessen. Der hat 150, also ich nenne es mal die beschreibbare Fläche. Und der äußere Kragen, der äußere Rand, hat 250. Das ist jetzt mal der Teller. Ich habe nicht vor, ihn dreidimensional zu zeichnen. Dann gehen wir hier auf Einfügen, sagen SVG. Über meinen Computer einfügen. Dann wählt ihr eure SVG-Datei. Bei mir ist es ja dieser Bus. Übrigens, mein Kumpel hat zufällig so einen Bus, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Diese Vorlage habe ich aus Etsy, da habe ich es gekauft für ganz schmales Geld. Und ja, warum selber zeichnen, wenn es wirklich für ganz, ganz kleines Geld so fertig zu kaufen gibt. Okay, das Tolle ist ja hier, wir müssen es an nichts halten, also wir müssen jetzt hier nicht irgendwie an den Rand oder hier an den Rand und perfekt skalieren, dass es da genau reinpasst. Das können wir einfach, ich sag mal, ein bisschen frei Schnauze platzieren. Und das machen wir jetzt auch einfach. So, sag mal, das gefällt mir jetzt ganz gut, deswegen sagen wir hier, okay, das passt. Grün heißt, es kann nicht mehr verändert werden und ist hier fixiert. Falls sich das stört, markieren, hier auf das Schloss gehen und schon ist es blau und somit veränderbar. Okay, wir klicken jetzt hier diesen Kreis an und sagen Versatz, ziehen uns das so ungefähr hin. Und übrigens, so habe ich es auch wirklich gemacht. Also ich habe jetzt hier keine Ahnung, was da vorne steht. Wir können gerade mal gucken. Ja, jetzt kann man es kaum lesen. 6,5722. Also man sieht, ich habe das einfach so gezogen, ohne jetzt groß irgendwas einzugeben. Dann machen wir das doch einfach minus 6. Ich klicke diesen Kreis jetzt an. Drücke die Taste X für Konstruktion. So wird es später einfach nicht, so stört es uns nicht. Gehe dann auf Erstellen, Text auf Pfad, klicke das an. Dann sage ich, ich will im inneren Kreis bleiben, nicht im äußeren. Dann muss man das entsprechend, Beispiel Text, jetzt stimmt's. Machen wir Familie und durch Leerzeichen ziehen wir das so hin. Das gefällt mir ganz gut, sagen wir noch hier. MV Boli, meine Lieblingsschriftart. So, dann kann man ja hier noch ein bisschen mit der Größe spielen. Okay, das sieht gut aus. Wir drücken OK. Dann klicken wir hier drauf, rechte Maustaste und
Explosionsansicht. Das ist ganz wichtig. So, und das war es tatsächlich schon. Das war die ganze Konstruktion. Mehr ist es nicht und deswegen gehen wir in die Fertigung. So, die Fertigung. Wir gehen hier auf das Setup. Also wir erstellen ein neues Setup. Dann gehen wir hier relativ, sagen wir genau relativ. Aber hier sagen wir, na, 0. Ebenfalls 0. Und ich möchte hier diese Ecke antasten. Vor allem hat es ja im Video schon gesehen, ich habe hier so zwei Aluprofile und da schlage ich den Teller an und fixiere das mit so zwei, wie heißt die, Spannplatzen. So, sagen okay, also wir haben jetzt hier ein Setup. Dann gehen wir hier auf 2D und sagen Projektion. Jetzt klicken wir, naja, das war falsch. Ich mache jetzt nur mal hier so ein paar Flächen, also man müsste jetzt alles anklicken. So, also das hätten wir jetzt, machen wir noch VW-Zeichen. Dann das Werkzeug. Ich habe das abgelegt unter Divers. Jetzt kann man sehen, Stepcraft Gravierer, 6 mm Toleranz. Das heißt, diese Spitze kann 6 mm eintauchen. Ich mache das so, ich sage einfach, ich taste Z0 an und so, aber das zeige ich gleich in dem hier in dem Vorschub. Okay, Vorgabe Einstellung mal 2. Ja, ich sag mal, was gibt es denn hier zu beachten? Das ist ein bisschen schwer auch da zu berechnen, was man da genau machen kann. Man sieht hier 2000 mm. Dann sage ich okay, hier kann man die ganzen Werte sehen. Übrigens habe ich diese Werte hier in Graph nochmal dupliziert. Deswegen kann man sehen, hat man es vorhin gesehen mit 4000 mm. Geometrie passt. Und bei den Höhen habe ich nichts verändert und sage hier axialer Versatz und das ist ganz wichtig. Da sage ich minus 3 mm. Das heißt, ich kann diese federnd gelagerte Spitze kann hier 6 mm eintauchen. Und ich möchte etwa so auf der Hälfte arbeiten, also bei minus 3 mm. Das heißt, die Spitze taucht 3 mm ein und fängt dann an zu kratzen. Finde ich ganz gut. Und genauso machen wir es. Ich mache hier noch den Glättungsfilter rein. Und tatsächlich hier habe ich gar nichts verändert. Und auch da muss ich sagen, das war's schon. Das ist die ganze Fertigung. Man kann auch sehen, hier sind die 3 mm, die ich eintauche. Genau, dann hier noch in den Postprozessor und los geht's. Ja, das war's tatsächlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage wie immer, bis zum nächsten Video. Ciao.